Ja, herzlich willkommen zum ersten Spielzug am 16. Dezember von 6 bis 12 Uhr. Wir werden uns zuerst anschauen, was mein Gegner gemacht hat, und dann zeige ich euch, wie ich reagiert habe bzw. was ich gemacht habe. So, das ist die gesamte Spielkarte, so gut ich sie auf eine Folie drauf bekommen habe. Es ist unten und oben ein bisschen was abgeschnitten, aber das soll uns nicht weiter stören. Und das ist der erste Spielzug vom Kleist gewesen. Ja, also wir haben vor allem im Süden, wo wir ohnehin sehr löchrig aufgestellt sind, massive gegnerische Vorstöße. Auf dieser Karte habe ich jetzt wohlgemerkt nur die Kampfeinheiten an der Front so mit so Strichen dargestellt, also Artillerieeinheiten oder die Panzerabwehrkompanien habe ich jetzt nicht wirklich als Striche dargestellt. Das sieht man vielleicht ein bisschen besser, wie löchrig das Ganze eigentlich ist. Und damit ihr euch vorstellen könnt, was das für Ausmaße hier hat, habe ich da aufgelistet, was ich bisher so vom Gegner gesehen habe in den einzelnen Regionen sozusagen. Und das ist also ganz gewaltig. Ja. Bisher gehen die Deutschen hier den Weg des geringsten Widerstands. Es gab hier im Süden bei diesen beiden Vorstößen entlang dieser Straßen kaum wirkliche Kampfhandlungen gegen meine Infanteriepositionen. Also ihr seht, ich sitze da zum Beispiel auch noch immer auf der Straßenkreuzung. Und der Gegner beschränkt sich eher darauf, eben so tief wie möglich mit dem geringsten Widerstand einmal vorzustoßen. Ja, also ihr seht, er fährt da zwischen meinen Bataillonen einfach durch. Und das ist für mich brandgefährlich, weil erstens haben wir dann die Gefahr, hier schon abgeschnitten zu werden. Das betrifft insbesondere diese drei Einheiten, die wir uns dann noch im Speziellen anschauen werden. Und zweitens ist der Gegner bereits durchgebrochen und hat schon Sicht auf die Ebenen hier. Sowohl hier unten als auch hier sieht der Gegner bereits diese Ebenen. Ja, das macht für mich den Rückzug viel schwieriger und tatsächlich hat zum Beispiel auch schon unser 371. Feldartilleriebataillon hier hat schon feindliches Artilleriefeuer abbekommen und hat 4 Haubitzen verloren. Ja, also die sichten schon hier. Ganz, ganz gefährlich. Meine Artillerie hat zwar Missionen gefeuert auf die vorstoßenden Deutschen, allerdings war dieses Feuer bestenfalls, ja, also es dürfte ineffektiv gewesen sein. Ich weiß es nicht genau, aber es ist anzunehmen, weil dieser dichte Wald, der verhindert eben, dass ich den Gegner gut sehe und meine Artilleriemissionen gut richten kann. Ja. Also die Artillerie, meine Artillerieunterstützung ist hier relativ wirkungslos, solange die Deutschen im Wald unterwegs sind. Hier im mittleren Abschnitt hat sich auch etwas Interessantes ergeben. Und zwar haben zwei Volksgrenadierbataillons, sind hier vorgerückt, eins von Norden, eins von Süden, und haben hier das zweite Bataillon des 38. Regiments abgeschnitten. Die Volksgrenadierbataillons sind hier in offenes Gelände rausgekommen und haben auch dementsprechend relativ viel Verluste durch unser Artilleriefeuer erleiden müssen. Ich glaube 60 Mann. Und die Deutschen haben aber auch unser Bataillon hier in dem Dorf massiv unter Artilleriefeuer gesetzt. Und auch wir haben hier 60 Mann verloren schon. Also das waren die schlimmsten Verluste bisher hier. Im äußersten Norden hier ist kaum etwas passiert, muss man sagen. Ja, da dürfte nicht so viel los sein. Da haben wir auch wenig sichere Sichtungen bisher. Da haben wir zwar ein paar Fragezeichen, aber da dürft nicht der Schwerpunkt liegen. Ja. Es wird eher schlimm im Süden, wo wir ohnehin sehr unvorteilhaft stehen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir zoomen noch auf diesen Bereich hier mal ein bisschen näher rein, um euch da die Lage zu zeigen. Zack. Also, wir haben das jetzt ein bisschen schematischer hervorgehoben. Das ist also der eine Vorstoß der Deutschen auf Rochenrath und Krinkelt. Das ist der andere Vorstoß. Und da seht ihr jetzt diese beiden Bataillons und die Gun- und Anti-Tank-Kompanie des 394. Regiments sitzen da in einer sehr ungünstigen Position. Sie sitzen da auf einem bewaldeten Hügel ohne jegliche Straßen. Stattdessen haben wir hier, bevor wir die Straßen erreichen können, haben wir einen blöden Fluss. Ja. Und da in dem Feld sitzen schon die Deutschen und das ist außerdem offenes Gelände. Also das ist eine sehr, sehr ungute Situation. Damit wir diese Einheiten noch irgendwie retten können, müssten wir da auf jeden Fall einen Punkt im Straßennetz halten. Für Rocherath und Krinkelt, diese Doppeldörfer, halte ich das für unwahrscheinlich, weil zur Erinnerung, das ist an der Spitze dieses Vorstoßes haben wir eine Panzerabteilung. Und was steht denen entgegen? Eine lausige Panzerabwehrkompanie hier,
die Gun und die Tank Company des 393. Regiments und eine Feldartillerie, ein Feldartilleriebataillon. Das heißt, ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir Rochenrath-Krinkl hier halten können. Stattdessen müssen wir halt Murringen und eventuell auch Hüningen hier halten. Ja? Damit wir denen noch eine Chance geben, da irgendwie rauszukommen. Sonst sehe ich da schwarz. Und ja, dann kann ich gleich sagen, gehen wir also in meinen Spielzug über sozusagen, was ich hier gemacht habe. Eine Maßnahme war, dass das zweite Bataillon hier alle LKWs und seine Panzerabwehrkanonen zurückgelassen hat. Ja, die habe ich einfach sozusagen vernichten lassen oder zurückgelassen. Das macht das Bataillon schneller, weil es hier durch den Wald gehen muss und über diesen Fluss drüber muss. Ja, wahrscheinlich blüht das dem ersten Bataillon auch noch. Aber hier habe ich einmal das schwere Gerät sozusagen zurückgelassen, um mich schneller zurückziehen zu können durch dieses schwierige Gelände. Ich habe in Krinkelt eine Straßensperre aufgeworfen. Das kann ich durch eine Karte machen. Das ist eine kleine, schlechte Einheit, die halt nur dazu gedacht ist, den Gegner zu verlangsamen. Ich habe auch versucht, mit dieser Straßensperre die Brücke bei Krinkelt zu sprengen. Das hat leider nicht geklappt. Das heißt, diese Brücke steht noch und der Gegner könnte eventuell mit den Panzern also hier von Norden auf Möhringen zustoßen, leider. Ja. So, das ist jetzt ein Überblick über meine Handlungen. Also, da seht ihr schon, da ist die Straßensperre, das Rufzeichen für den Versuch, die Brücke hier zu sprengen. Da habe ich die Bataillons zurückgezogen. Und ja, da seht ihr jetzt also, ich habe einiges unternommen. Und zwar habe ich auch die Divisionszugehörigkeit teilweise verändert. Ihr seht jetzt, das 23. Regiment ist jetzt der Blau. Das heißt, es gehört jetzt zur 99. Division. Und das habe ich eben nach Süden verschoben, um hier südlich von Bullingen diese Position zuzumachen. Es war auch schon prekär, hier die Einheit, die beim Loshammer Graben gestanden ist, herauszuziehen Richtung Bullingen, weil der Gegner eben schon diese Hauptstraße hier unter Beobachtung hat. Ich bin daher eher nach Südwesten ausgewichen. Deswegen gab es hier auch schon einen kleinen Stau. Das seht ihr hier an diesen gelben Symbolen. Und sonst habe ich halt versucht, da mich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Nur eben Hüningen und Möhringen muss ich halten, um den Einheiten noch eine Chance zu geben, da rauszukommen. Hier bei den Panzern, da seht ihr jetzt, da ist alles offen. Ja, ich habe die Einheiten da nach Norden in den Wald verschoben. Die anderen Einheiten sind hier noch schnell über die Brücke drüber. Das heißt, den Panzern und diesem Angriffskeil sozusagen steht jetzt da die ganze Ebene offen. Ich habe versucht, die Panzer irgendwie mal zu beeindrucken. Das hat mit der Artillerie nicht so gut geklappt. Es steht da auch eine Aufklärungsabteilung mit dabei, die habe ich ein bisschen durch die Artillerie angekratzt. Ich habe auch eine Luftmission auf die Panzer hier gerufen. Allerdings kamen eben statt 50 Fliegern aufgrund des bewölkten Wetters nur 16 Flieger an. Und von diesen 16 Fliegern hat der Gegner 10 Flieger durch seine Flugabwehr vertrieben. Also ich wusste, es waren hier hinten. Also 2 Kilometer weiter hinten waren ein paar 88er Flaks. Und dadurch, dass der Gegner hier nicht nur die Panzereinheit gehabt hat, sondern auch die Aufklärungsabteilung, waren da einige SD-Kfz Halbketten mit dabei und die haben eben auch MGs zur Flugabwehr. Und deswegen hat er da relativ gut diesen Luftangriff abwehren können. Ich habe insgesamt 2 Panther nur erwischt und ein SD-Kfz mit einem Infanterieelement drin. Ja. Also kein großer Stoppeffekt hier noch. Und die können da jetzt eben in diesen Raum vorstoßen. Das ist klar. Ich habe schon meine Panzer entsprechend auch bewegt. Die habe ich nach Süden gebracht, hier in diese Reserveposition, wo sie beide Straßen hier sich entscheiden können. Und auch die Panzerzerstörer sind hier schon bei Camp Elsenborn mittlerweile angekommen. Hier ist es mir tatsächlich gelungen, das Bataillon freizukämpfen. Ich habe zuerst mit 2 Feldartillerie-Bataillons auf diesen Gegner hier gewirkt, auf die Volksgrenadiere, und habe dann einen Angriff mit einem Bataillon aus der Linie hier gemacht. Die Volksgrenadiere haben wirklich verbissenen Widerstand geleistet. Ich nehme an, dass es auch damit zusammenhängen könnte, dass der Kleist vielleicht den Befehl schon auch so gegeben hat, also bis zum letzten Mann kämpfen, weil er das vorhergesehen hat. Hat aber in letzter Konsequenz dann doch nicht gereicht. Also ich habe massive Verluste genommen hier, 60 Mann verloren. Die Deutschen haben das aber dann doch nicht ausgehalten und haben sich zum Teil dann auch ergeben. Also sie haben da 190 Mann
durch diesen Entlastungsangriff verloren. Und ich konnte also das Bataillon, das hier abgeschnitten war, wieder in die Linie zurückziehen. Ja, ganz im Norden gab es ja kaum irgendwie irgendwas Bemerkenswertes. Da konnte ich mich ungestört zurückfallen lassen auf Kaltenherberg hier. Das ist immer ein meiner Schwerpunkte. Und eine Kavallerie-Schwadron sitzt hier noch nördlich von Kaltenherberg. Die andere macht sich eben bereit, da diesen nördlichen Geheimschleichpfad hier über das Hohe Venn abzudecken. Ja, das ist es soweit und wir sehen uns im zweiten Zug.